Servus Freunde, ich bin's Philipp und heute mal ein ganz anderes Video, und zwar ein YouTuber, der Sven von dem Kanal Outdoor Individualist, hat einen Aufruf gestartet, und zwar sollen wir mal zeigen unsere 5 ältesten Gegenstände. Da habe ich mir gedacht, ich gehe direkt mal in den Wald, schnapp mir meine 5 Gegenstände und mach's mir gemütlich. Ein schönes Käffchen habe ich mir auch schon gemacht. Wir haben heute so 0 Grad und da kann man den ein oder anderen Kaffee schon mal genießen. Da wollen wir auch mal direkt anfangen. Ich fange eigentlich auch mal an mit dem Jüngsten noch davon. Und zwar ist das unser, ja, von mir meiner Frau noch aus der Geocache-Zeit. Aber wir geocachen immer noch, deswegen haben wir es noch, unser GPS-Gerät, das Garmin Dakota 20. Ja, man sieht hier hinten jetzt schon, nimmt es langsam die Farbe. Es wird langsam, gehen die Weichmacher aus dem Kunststoff raus. Das Ding hat jetzt bestimmt schon 11 Jahre locker auf dem Buckel. Hat immer gute Dienste geleistet, mit Batterien betrieben. Die meisten kennen das GPS-Gerät auch und es funktioniert tadellos. Also es ist auch relativ sturzsicher. Ja, ich würde jetzt sagen, aus ganz hohen Höhen wird es kaputt gehen, aber mir ist es schon öfters runtergefallen. Auch dieses Band hier ist noch das Originalband. Das einzige ist hier oben mal abgerissen, das Ganze. Diese dünnere Kurte, ja, da habe ich mir was Eigenes gebastelt, weil das hängt ja so am Rucksack dann dran. Ich nutze es nach wie vor noch. Also es ist so immer ein Gegenstand, der ausgesondert ist. So, das ist auf den Touren mit dabei, aber auch noch beim Geocachen, da nutzen wir das nach wie vor auch noch. Aber eins mit der ältesten Gegenstände hier in der Runde. Also noch das Jüngste davon. Ja, gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir hier den guten alten Esbit-Kocher. Der ein oder andere kennt ihn. Man sieht es auch, er hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da sind auch noch uralte Tabletten drin. Ob die noch funktionieren, ist so die nächste Frage. Ich kann gar nicht mehr sagen, aber er ist nicht aus meiner Bundeswehrzeit. Er ist noch davor. Ja, er ist noch davor. Der ist sogar einen Ticken älter. Jetzt habe ich ein bisschen übersprungen, das ist aber auch nicht schlimm. Wird jetzt nicht mehr so oft benutzt bei mir. Liegt mehr im Schrank rum, aber sind halt schöne Erinnerungen dran. Deswegen bleibt er nach wie vor in meinem Besitz. Und ich finde, ein Esbit-Kocher, der funktioniert jetzt auch. Hier habe ich jetzt gerade mit dem selbstgebauten X-Boil habe ich mir gerade einen Kaffee warm gemacht. Aber hier passt auch wunderbar die Dose rein und da kann man mit auch noch kochen. Ja, also da braucht man nicht den X-Boil, da könnte man auch rein theoretisch hier mit das kochen. Also wie gesagt, der wird auch nicht entsorgt oder weggegeben, weil die Dinger sind ja robust, da passiert eigentlich auch gar nichts. Ja. Ja, und danach kommen wir jetzt auch schon förmlich zur Bundeswehrzeit. Und zwar kein Gegenstand, sondern, na doch, es ist ein Gegenstand, aber ein Ausrüstungsgegenstand. Und zwar die guten Bundeswehrstiefel von mir. Die sind auch gelocht. Ich glaube, der hier, genau, der hier ist auch gelocht. Da sieht man das Löchlein, müsste man hier so sehen. Die sind sackschwer, also die sind ultra schwer. Ich musste die Sohle hier unten, die geht auch schon ab. Ich zeig's nochmal hier unten. Die geht auch schon ab. Die habe ich auch schon 2-3 Mal geklebt, die Sohle, weil ich immer zufrieden war mit den Schuhen. Man konnte ins Wasser tatschen mit denen, die Füße wurden nie nass. Die waren halt auch gut eingelaufen, muss man dazu sagen, aber hier, die lösen sich auf. Ich zeige noch mal eine Nahaufnahme. Die lösen sich halt hier so langsam auf. Ja. Aber die habe ich jetzt, ich glaube, Austritt bei mir war 2007. Also das ist schon eine Zeit lang, wo ich die noch getragen habe. 2019 habe ich mir dann die Hanwha Granger geholt. Auch Top-Schuhe, wenn sie eingelaufen sind. Sind auch ein bisschen schwerer, aber nicht ganz so schwer wie die hier. Ja, die machen mega viel Spaß, die neuen Schuhe. Aber das ist so mit einer der ältesten Gegenstände und die ich am längsten auch aktiv benutzt habe. Ja, die Bundeswehrschuhe, die bräuchten jetzt mal wieder ein bisschen Pflege, aber ich hebe es einfach nur aus Nostalgie auf, weil sie mich hunderte, tausende Kilometer begleitet haben. Ja, und die sind einfach wasserdicht gewesen. Sie waren jetzt zum Schluss leider nicht mehr, ja, weil die Sohle sich anfängt abzulösen. Deswegen habe ich mir dann auch mal ein paar neue geholt, weil
irgendwann waren die Socken dann doch mal nass. Ja, aber am Anfang waren die mega einfach. Ja, und man hat es halt damals mitgekriegt und deswegen habe ich sie weiter benutzt und würde sie auch weiter nutzen, wären sie nicht kaputt gegangen. Ja, aber die Ranger, die halten auch recht warm. Also die Hanwag, top die Schuhe und sind auch sicher, haben Geröllschutz hier mit dabei, dass das Leder nicht so doll kaputt geht. Aber nicht so viel zu den Schuhen. Wie gesagt, das ist noch aus der Bundeswehrzeit übrig geblieben. Da habe ich jetzt auch das nächste noch. Eigentlich zwei Sachen. Aber ich zeige erstmal das eine. Und zwar das Essbesteck. Das gibt es ja nach wie vor noch. Ich glaube auch noch in dieser Ausführung. Das ist jetzt mein Essbesteck sogar von der Bundeswehr. Das hatte ich damals verloren gehabt. Musste eine Verlustmeldung machen und habe dann beim Auszug von einer Wohnung gemerkt, ja, ich hatte es doch noch. Gut, okay, musste man dann bezahlen, sonst ist es jetzt mir. Das ist, wie gesagt, auch aus meiner Bundeswehrzeit. Ich nutze es noch, ja, weil hier ein Messer mit dabei ist, natürlich je nachdem, was ich an Essen mitnehme. Aber jetzt kommt noch der Clou, ich habe noch eins, aber das, da hängt viel mehr Herz dran an diesem Essbesteck. Das nutze ich auch gar nicht. Man könnte es nutzen auch, und zwar, ich zeige es mal an der Kamera, ich hoffe, man erkennt es. Das ist ein Essbesteck aus der DDR. Und zwar, mein Opa war bei der Grenzpolizei und der hat mir sein altes Essbesteck geschenkt. Und da hängt so viel Erinnerung dran, weil der Opa es mir relativ früh gegeben hat auch. Ich glaube, ich habe einmal damit gegessen. Das glänzt noch, ja. Das ist fast wie neu, ja. Natürlich hat er es auch benutzt, ja, aber ich finde, das hat so eine Nostalgie, dass ich sagen muss, okay, das gehört jetzt hier mit rein, ist zwar ein zusätzlicher Gegenstand, aber es sind trotzdem fünf, weil Essbesteck, Essbesteck, ja. Wie gesagt, das ist von meinem Opa und das feiere ich halt, dass er mir das hinterlassen hat oder gegeben hat. Also er lebt ja noch, also er hat es mir gegeben, fand ich richtig cool, deswegen, das wird auch in Ehren gehalten. Natürlich wie meins, halt cool. Ich kann mal meiner Tochter dann das Essbesteck vom Opa geben und das Essbesteck vom Papa geben. Ist halt dann schon ganz cool. Also ich sammle kein Essbesteck, um Gottes Willen. Das ist nur Nostalgie, das eine hier auf jeden Fall. Und meins natürlich auch. Ja, und jetzt eins wirklich der ältesten Sachen. Da war ich mit meinen Eltern, glaube ich, noch Camping unterwegs. Und zwar, ich glaube, diesen Topf kennt jeder. Dieses Set. Dieses hübsche Alu-Set. Dieser hübsche Alu-Topf. Ich koche nicht mehr drinne, weil man kennt es ja, Alu soll nicht so gesund sein. Ich habe noch nicht mal mehr das Originalband. Das ist jetzt auch solche Bänder, die ich noch rumliegen hatte, damit ich es überhaupt mitnehmen kann. Genau, weil das fällt immer auseinander. Das wurde auch gut als Bratpfanne benutzt. Es hatte zwei Töpfe. Das war richtig cool eigentlich. Ja? Es hatte zwei Töpfe. Diesen Heber noch mit dabei. Man sieht auch, dass das schon hier ganz schön in die Jahre gekommen ist. Es hat auch ultra Gebrauchsspuren hier drin in den Töpfen. Aber wie gesagt, nutzen tue ich es auch nicht mehr. Aber das ist noch aus der Zeit von meinen Eltern, wo wir Camping gemacht haben. Da war ich Teenager. Das ist ja, locker 20, 25 Jahre her. Das ist schon älter, das Teil jetzt hier. Ja. Das war mein kurzes Video zu den fünf Gegenständen. Ich sage nochmal danke, Sven, für die Einladung, ein Video drüber zu machen. Ich werde dich natürlich verlinken unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt gerne mal da oben schauen. Da zeige ich meine Top 7 Gegenstände von diesem Jahr 2022. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.